Hallo MOBA-Freunde, willkommen zur Stefans Modelleisenbahn. Ein kleines Update mit vielen kleinen Baustellen. Was genau alles, zeige ich euch sofort nach dem Intro. Ja, wie gesagt, es ist jetzt ein kleineres Update mit vielen kleinen Baustellen. Was habe ich gemacht? Vorne, also sprich hinten, ist ja der Schattenbahnhof ja fertig und auch verkabelt und auch schon belegt gemeldet, sage ich jetzt mal. Der vordere Schattenbahnhof ist jetzt auch soweit verdrahtet, bis auf die Weichen. Die mache ich dann heute Nacht oder morgen noch ein bisschen. Aber der ist auch schon belegt gemeldet, aber noch nicht eingepflegt in die Software, sage ich jetzt mal. Vorne die Strecke ist belegt gemeldet und hinten habe ich schon mal angefangen die Auffahrtrampe für die nächste Ebene quasi. Habe ich schon mal angefangen, seht ihr auch gleich. Ja, die Weichen vorne muss ich noch die Kabel verlängern und somit auch nach vorne ziehen zu dem zweiten Panel oder mein Panel ist blöd gesagt, zum Melde- und Schalt. Modul, Platte, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und bevor jetzt ich hinten, weil ich habe schon alles hergerichtet, da meine ganzen Überfahrten, habe ich schon alles abgeschnitten und gekorkt. Und das kommt dann quasi hinter über der hintere Schattenbahnhof drüber. Einmal nach oben Richtung Bahnhof und einmal ausfahrend vom Bahnhof raus wieder runter zu diesem Schattenbahnhof. Glaub was. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Das ist halt so wirre irgendwie. Ja, dann schwenken wir rüber, schauen wir uns das Ganze gezielt mal an, was da gemacht worden ist. Es schaut chaotisch aus, und zwar richtig chaotisch. Aber das wird es bei euch genauso sein. Ich bin, glaube ich, der Einzige. Also, schauen wir rüber. Das vordere Modul, einmal mit der Belegmeldung für den vorderen Schattenbahnhof. Der vordere hat der obere, der zweite Schattenbahnhof und auch schon mal hinten die Umfahrung, sieht man auch gleich genauer. Da habe ich schon mal zwei Weichendekoder angestöpselt oder hergerichtet. Der ist quasi dann einmal für den Schattenbahnhof und der weitere wird dann von oben her folgen. Und sprich, diese drei Sachen seht ihr jetzt nicht, aber das ist quasi auf der Platten, auf der Anlagenrückseite ist das gleiche auch nochmal. Sprich, dass ich nicht unten hinlegen muss. Da, Hanna, habe ich jetzt quasi einmal Verteiler, einmal 16 Volt für der Schaltstrom, oder 14 Volt, aber ich habe 16 geschrieben, was gar nicht, was ich da gemacht habe, für der Schaltstrom und da daneben ist quasi dann der Digitalstromverteilung für die ganzen, einmal für die Belegmeldung, dass der Digitalstrom kriegt und auch hier der Signalstrom, sage ich jetzt mal, oder der Meldestrom. Genau. Und das gleiche ist quasi hinten auch. Dann habe ich gemacht, das kann ich gar mal so hoch, mache es freihändig. Hinten, der Bereich ist jetzt komplett gemeldet und auch, also sprich, hinten ist ja alles schon fertig, verdrahtet und verkabelt und angeschlossen und auch getrennt. Der Bereich ist hier hinten getrennt und der ist getrennt hier. Wo sind wir denn? Da sind wir. Hier vorne ist er getrennt, in dem Bereich, glaube ich, war es irgendwo. Genau, sprich, da steht ein Block, also einmal hin und einmal Rückfahrt ist ein Block bis davor. Dann geht es hier weiter, habe ich noch nicht fest, das ist noch alles ein bisschen lose und es ist auch Chaos in dem Fall. Das geht dann davor, da mache ich, glaube ich, auf diese ganze Strecke 3 Meter, mache ich vielleicht 3 Blöcke. 3 Blöcke aus dem Grund, wegen der Lokeinmessung, sage ich jetzt mal, weil ich habe ja einen alten Train Controller Version. Und da kann ich nicht mit dem Arduino-Messgerät einmessen. Das funktioniert bei mir nicht. Weil ich kann die Kilometer oder die kmh nicht eintippen. Also werde ich es dann auf traditionelle Weise machen, dass ich es einfach hin und her fahren lasse. Weil es ist wie gehabt halt. Darüber geht es jetzt quasi nach oben. Ich gehe mal ein bisschen runter, sieht man es. Hinten ist noch zu steil, das muss ich noch abflachen. Geht dann auf die Höhe, geht es dann quasi rüber. Steigt weiter nach oben und geht dann hier hinten über den Schattenbahnhof, versetzt zum Schattenbahnhof, zum Hauptbahnhof. Und
geht hinten wieder raus, geht dann aber, der erste ist ja nach oben gegangen und der geht jetzt nach runter zu dem Schattenbahnhof hinten rein. Habe ich auch schon vorbereitet. Sieht man hier, jetzt ist halt schon fertig, fest verkabelt. Also nächster Schritt wäre quasi, dass ich hinten, wenn ich dann jetzt, ich möchte halt nochmal alle die ganzen Belegmelder vom hinteren Belegmeldung, möchte ich noch kontrollieren, bevor ich da hinten drüber baue. Weil falls jetzt irgendwie was nicht richtig geschnitten ist, aber normalerweise müsste es passen, aber ich möchte halt die ganzen Belegmeldungen, sage ich mal, in der Eco sehen, dass jeder eigene Gleisabschnitt sich schaltet. Und damit ist es dann eigentlich geritzt und ich kann dann oben drüber wegbauen. Tja, das war das kleine Update mit den ganz vielen Baustellen. Das ist ja furchtbar. Irgendwie, sage ich mal, nimmt das gar kein Ende. Aber das ist ja gut so, das passt ja auch. Pressierer tut es ja gar nicht. Dennoch hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit gewünscht, aber wie gesagt, die Arbeit, das ist ja irre, also jetzt ab, unabhängig von Corona. Ich schaffe ja auf dem Bau Baggerfahrer und ich weiß nicht, da pumpt es ja noch mehr wie, was weiß ich, also wenn es nicht wäre, was mich jetzt schwer wundert. Ja, es geht ein bisschen weiter. Wie gesagt, die ganzen Belegmeldungen möchte ich dann in der Train Controller erstmal die ganzen Dinge anschließen. Ist jetzt bloß alles trocken verlegt oder trocken spannungslos angeschlossen, sage ich jetzt mal. Das nächste wäre quasi, dass ich das dann unter Spannung setze. Oh, Spannung hört sich immer blöd an, gell? Einfach bestrobe, wie auch immer, und dann auch an die Ecos möchte ich dann sehen, dass die Belegmelder alle einzeln funktionieren. Und wenn das funktioniert, dann möchte ich eigentlich so schnell wie möglich hinten die Auf- und Abfahrrampen von vom Hauptbahnhof eigentlich machen. Weil wenn das jetzt eigentlich fertig ist, was eigentlich gar nicht viel Arbeit ist, weil wie gesagt, ich habe die Bretter schon geschnitten, die Trassen, bekorkt sind sie, ich habe meine Gewindestangen schon vorgesägt, was ich brauche. Und dann kann ich die eigentlich bloß noch raufklatschen und dann kann ich sag mal, wenn ich den Hauptbahnhof jetzt nicht mache, kann ich aber wenigstens zwei gerade Strecken als Hauptbahn, also einfach bloß durchziehen, dass ich eine ganze Runde fahren kann. Weil ihr wisst ja selber fahren, man will ja unbedingt fahren, eigentlich nach jedem Abschnitt möchte man fahren, also mir geht es mal zumindest so, dass ich nach jedem Bau-Update oder nach jedem Baufortschritt irgendwas fahren lassen möchte. Aber das ist hier ja gar nicht möglich, weil ohne Hauptbahnhof komme ich zu keiner Runde. Aber dazu müssen erst die Schattenbahnhöfe gehen, also sprich, der vordere könnte eigentlich, der bleibt ja offen sogar. Ja, der bleibt fast offen, bloß der vordere Bereich abdeckt. Aber der hintere Schattenbahnhof, der ist eigentlich komplett abgedeckt. Ich komme zwar hin von hinten, aber ich komme halt nicht mehr hin, wenn ich was machen muss. Sprich, ja, ein Kontakt passt nicht oder halt eine Trennung passt nicht. Das muss halt vorher getestet werden. Ja, hoffe, dass ich morgen, wäre egal, dazu komme. Aber am Sonntag möchte ich gucken, dass ich das wenigstens alles anklemme und dann möchte ich hinten unbedingt hoch, dass ich wirklich dann fahren kann. Und das wäre dann quasi dann auch, der nächste Film wird dann rein theoretisch auf jeden Fall, es muss sein, weil ich will das selber, eine komplette Runde gefahren werden. Das muss sein. Das braucht man einfach. Ich weiß dasselbe, wie das ist. Da, wenn du was fahrt, vor allem dann die erste richtige Runde, schön gemütlich, dann mit zwei Loks, mehr habe ich ja wieder, dann passt es. Möchte euch gar nicht länger auf die Folter spannen, jetzt ist vorbei, das passt alles. Wenn du neu bist, weißt du ja selber, Daumen nach oben, ihr wisst ja alle, Daumen nach unten, wie auch immer. Dann würde ich sagen, das war's, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stefans Modelleisenbahn. Also, ciao.